Ja, wir haben hier einen kunststoffverarbeitenden Betrieb. In diesem Betrieb wird Kunststoff zum Teil recycelt. Eine Lagerhalle stand bei Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Wir haben dort, muss ich vorstellen, Gitterboxen mit geschreddertem Material, relativ loses Material, was natürlich bei Feuer enorme Brandlast entwickelt. Riesiges Flammenmeer kann man schon sagen, zumal sich bei dem, was ich vorhin schon sagte, dieses geschredderte Material zusätzlich noch ungefähr 150 Tonnen an Rohware, sprich Körner in Big Packs, 1000 Kilo, auch in dem Lager befand. Wir haben zurzeit 163 Einsatzkräfte hier an der Einsatzstelle. Wir haben natürlich den Rettungsdienst zum Eigenschutz alarmiert. Betroffen an Personal war glücklicherweise niemand. Wie gesagt, es war eine Lagerhalle. Die Produktion wird hier nachts durch lediglich 4 bis 5 Personen aufrechterhalten. Und diese 4 bis 5 Personen waren also zu keiner Zeit in Gefahr. Leidige Thema bei Kunststoffbrennen, die Wasserversorgung. Wir mussten zurzeit 2,5 Kilometer Schlauchleitung verlegen aus 2 bzw. 3 Wasserentnahmestellen, um überhaupt der Lage Herr zu werden. Des Weiteren setzt man bei Kunststoffbrennen logischerweise Schaummittel ein, um überhaupt einen adäquaten Löscherfolg zu erzielen. Glücklicherweise kam der Wind genau aus der für uns passenden Richtung, sodass das Feuer nicht auf die Produktion übergegriffen hat. Kleinere Brandherde, die an der Giebelwand der Produktion waren, konnten wir relativ schnell löschen, sodass die Produktion zumindest feuertechnisch nicht betroffen ist.